Klickenabendler. Wir haben kurz vor der Messe in Essen und haben hier eine Herbstneuheit von Deep Rind, Roaring Twenties, den Nachfolger von Five Towers in derselben Kartenspielbox und auch das zweite Kartenspiel von Deep Rind Games. Und es ist für 3 bis 5 Personen, 20 bis 30 Minuten dauert es ab 8 Jahren und ist jetzt ein Beat-Spiel, mit dem wir mit Münzen bieten. Es spielt mit Dinos, die in einem Jazzclub agieren, deswegen heißt Roaring Twenties. Das sind nämlich T-Rex und Brontosaurier etc., die aber in Jazzmanier agieren und Instrumente spielen, Trompete spielen, singen etc. Das sieht man an den Grafiken. Wir haben es hier aufgebaut. Zu Beginn bekommt man 5 Handkarten. Wenn man es jetzt zu dritt spielt, werden noch 3 Dinos entfernt werden. Zu viert 2 Dinos, zu fünft 1 Dino. Das heißt, man weiß nie exakt, wie viele Dinos drin sind. Es gibt hier eine Übersicht, wo dran steht, wie viele Siegpunkte jeweils die Dinos bringen, von 1 bis 10 und wie oft sie drin sind und mit was man sie bezahlt. Da kann man also drauf achten. Und auf der Rückseite steht für die Endbedingung, wenn das Spiel vorbei ist, was mir eigentlich Siegpunkte bringt. Wenn man seine Karten zählt, wie der Spieler hier, der hat jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind es unter 10. Das heißt, der kann einmalig die Karten tauschen und kann sagen, nee, die waren mir zu niedrig, zieht neue. Und jetzt hat er hoffentlich mehr als 10 auf der Hand. Ja, hat er. Alles gut. Und dann fängt das Spiel an, der Dino wird aufgedeckt und dieser Dino ist jetzt ein Brontosaurier in einem Cocktailglas im Jazzclub. Das ist eine 8, der bringt 3 Siegpunkte und will vor allem Cocktails orangenmäßig und Süßigkeiten. Grundsätzlich kann man alle Dinos auch nur mit Geld kaufen. Ich habe hier das auf der Hand, ich könnte also 5, 10, 14, 15 mit Geld bieten und der wäre mir. Aber ansonsten habe ich leider nur Burger. Mit Burger kann ich den jetzt nicht gewinnen, ist eher kacke. Der hier hat Burger auf der Hand, aber ein Joker, der kann er für alles nutzen, eine Süßigkeit 4 und Orange 5 und der hat hier auch wild gemischt. Das heißt, keine Ahnung, wer jetzt anfangen würde, sagen wir mal, der fängt an mit Bieten und sagt 1, der Spieler hier würde dann sagen 2, der guckt drauf, 3 ist doof, weil dann muss ich eine 4 abgeben und könnte auch gleich 4 bieten, ich biete also 4 mit Diamanten, das sage ich aber nicht, dann geht der hin und sagt, komm, dann kann ich auch gleich 5 bieten, 5. Der sagt, ich passe. Ach, Entschuldigung, hier müssen natürlich noch 2 Karten in der Mitte liegen. Wenn man passt, dann legt er seine Karte auf diese und die ist ihm jetzt. Der sagt, mit Diamanten zu zahlen ist mir zu teuer, der passt auch. Und der hat 5 geboten, der muss sie jetzt bezahlen mit dem, was da unten steht. Der gibt also 4 Süßigkeiten und einen Joker ab. Dann kriegt er den Dino und legt ihn vor sich. Der nächste Dino wird aufgedeckt, der Spieler bekommt jetzt das auf die Hand, der Spieler bekommt das auf die Hand und die nächste Beat-Phase, jetzt kommen wieder 2 Karten hin, beginnt mit dem Spieler rechts von dem, der eine Karte bekommen hat. Also der Spieler darf anfangen zu bieten. So bieten wir alle diese Dinos durch. Wir wissen halt nicht, welche 3 Dinos jetzt in unserem Fall draußen sind. Und spannend ist dann, was am Ende Siegpunkte bringt. Siegpunkte bringt zum einen die Siegpunkte, die auf den Karten draufstehen. Das heißt, hier wäre es eine 3 und eine 4. Habe ich es tatsächlich sogar geschafft? Ich gucke gerade mal. Das ist eine 6 und eine 9. Eine zweite 9 zu kriegen, kann ich für doppelte Siegpunkte einstecken, nämlich hier dann nochmal 3 Siegpunkte und für Drillinge noch mehr. Ich kann aber auch den doppelten rausschmeißen am Ende des Spiels und sagen, ich aktiviere meinen Joker. Der ist nämlich unter der Mainz-Karte. Und den Joker kann man einfach irgendwo dran setzen und sagen, das ist eine 7. Und das ist besonders attraktiv, wenn ich noch die 6 gehabt hätte, weil dann kriege ich zum einen die Siegpunkte, die hier oben stehen, aber eine Straße bringt mir halt nochmal extra Siegpunkte und da lohnt es sich, den Joker einzusetzen und vor allem auf diese Straßen zu gehen, weil ihr seht, da gibt es 3, 6, 10, 15, ganz schnell sehr viele Siegpunkte und so versucht man das Spiel halt zu gewinnen. Haus zu halten, hochzubieten, die Rohstoffe zu nehmen, damit ich wieder bieten kann. Gleichzeitig nicht zu vergessen, mit den Diamanten könnt ihr immer bieten, aber dann dürft ihr nur mit Diamanten zahlen und es gibt sogar einen einzelnen Dino, ihr wisst nicht, ob er drin ist, das ist ein Joker, aber wenn der drin ist, nimmt der nur Diamanten, da könnt ihr mit denen nichts anfangen. Und so versucht ihr am Schluss eine möglichst lange Kette zu haben oder halt doppelte und dreifache, um dann die meisten Siegpunkte zu haben oder sehr günstig an Siegpunktkarten zu kommen und andere Siegpunktkarten den anderen sehr teuer zu machen, damit die nicht so leicht reagieren können. Das ist quasi das gesamte Spiel Roaring Twenties und wie wir das Ganze finden, das sagen wir euch nicht jetzt. Die Mama, nicht die Mama. Auch. Ja, auch. Stimmt. Ja. Aua! Wie stehst du denn zu Jazz? Jazz ist eine sehr spezielle Musikart. Das ist, ist fast jede, aber ja. Ja, es ist tatsächlich so als Hintergrundmusik. Also wenn man böse ist, bezeichnet man sie ja gerne auch so ein bisschen als Fahrstuhlmusik. So ein bisschen so, was so nebenbei spielt oder so. Wobei, wenn es dann richtig abgefahren experimentell wird, dann klingt es auch manchmal sehr schräg und wild.
deswegen ist Jazzmusik jetzt nicht so meine präferierte Art von Musik. Aber wenn es mal so ein bisschen leichte Hintergrundmusik ist, die nicht so experimentell ist, dann kann man sich das auch mal gerne anhören. Wenn ihr Spotify habt, probiert das einfach mal. Alexa, spiele mal Soft Jazz oder Morning Jazz, dann spielt das genau das, was du meinst. Das mache ich sogar manchmal morgens. Aber ansonsten, Jazz kann sehr intensiv sein von den Rhythmen und von dem Saxophon-Beat. Und was ich total toll finde, wenn ihr Kinder habt, müsst ihr euch unbedingt mal das Hörspiel geben. Eule findet den Beat, weil die lernt dann alle möglichen Rhythmen kennen, unter anderem auch Jazz und Popmusik und Rock und Metal. Und lernt immer ein anderes Tier kennen und das Tier sagt dann, was die Musik ausmacht. Und da wird auch Jazz großartig vorgestellt. Alright, das ist Roaring Twenties. Mir hat Five Towers damals schon großartig gut gefallen. Auch wenn wir den einen oder anderen Spieler hatten, der es gar nicht mochte, weil er keine Beatspiele mag. Der wird hier auch nicht glücklich, weil es ist ein Beatspiel. Es ist sehr nah an dem anderen dran, dass wir beaten und Sets zusammenbauen müssen und sammeln. Das Thema ist ganz anders. Die Grafik ist mega ausgeflippt. Ich liebe sie mit den Jazz-Dinos. Die ist wirklich genialst. Und ich mag das Spiel, obwohl ich jetzt, ich habe es schon 8-mal gespielt, mit Matthias schon oft, hier jetzt vor Ort, noch auf einem anderen Prototypen-Event. Und ich habe es nicht einmal gewonnen. Ich krieg es nicht hin. Ich gebe irgendwie immer in den Phasen, wo ich es brauche, habe ich nicht genug Rohstoff und werde überboten. Diesmal dachte ich, ich spiele es relativ clever, habe, glaube ich, einen zweiten oder dritten Platz gemacht, aber schon wieder nicht den ersten. Also ich werde langsam besser, ich habe eine Lernkurve, aber eigentlich frustet mich das Spiel, weil ich es nicht kann. Aber ich finde es großartig. Macht gut Spaß, kann man jederzeit wieder mitnehmen, hat eine schöne Optik, passt perfekt zu Deep Print. Absolut. Ich habe auch schon großen Spaß mit Five Towers gehabt. Da gab es ja von einigen die Kritik irgendwie, oh, ich krieg nie was oder so. Hier hast du natürlich den Vorteil, wenn du die Karten abgibst, irgendwann hat jemand so wenig Karten auf der Hand, da wirst du schon was bekommen. Aber ja, mag auch hier wieder Leute geben, die sagen irgendwie, ich will hier eine Straße sammeln und ich kriege immer nur irgendwie den Mist und das gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe da großen Spaß mit gehabt, sowohl mit Five Towers und auch mit Roaring Twenties. Habe ich riesen Spaß. Das ist für mich tatsächlich eines der richtig guten Spiele hier auf dem Event gewesen. Ich freue mich dann schon bald, das demnächst dann auch zu Hause spielen zu können. Ich habe Spaß am Beatspielen. Ich mag gerne so simple Beatspiele. Ich mag gerne Spiele, die Anni nicht gewinnen kann. Insofern ist es für mich genau das Richtige. Matthias ist inzwischen seit großer Fan von Roaring Twenties und 12 Chip Tricks. Beide kommen in Essen raus. Bei beiden gewinnt er gegen mich. Ja, das ist großartig. Ja, genau. Man muss einfach nur die Nische finden, die einem liegt und dann funktioniert. Alright, das waren alle Pegasus-Neuheiten, die wir hier spielen konnten. Ich glaube, Dungeon Designer haben wir nicht gespielt und das Torgal. Aber ansonsten haben wir alles gespielt, was da war und haben es auch gefilmt. Wir waren hier aktiv 2 ganze Tage. Jetzt sind wir durch und fertig, fahren nach Hause, sind super zufrieden, hoffen, ihr habt einen super tollen Überblick bekommen und wisst dann, welche Spiele euch liegen und welche Spiele euch nicht liegen. Und schaut euch dann in Essen beim Verlag die Spiele an, kauft sie, verschenkt sie, genießt sie oder habt halt auch mal angestrichen, das Spiel halt nicht. Ne? Und dann guckt ihr euch andere Spiele an, die euch mehr liegen. Genau das ist ja Sinn und Zweck der Videos und wir hoffen, wir haben ihnen diesen Zweck erfüllt. Genau, dann wäre es uns eine große Freude. Gebt gerne in den Kommentaren auch mal so ein Feedback, wenn es euch irgendwie gefallen hat oder so. Das freut uns immer, haben wir zuletzt bei einigen Videos auch schon gehabt. Ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen mit euch Kontakt treten kann. Alright, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.